lass uns Monte Carlo verabschieden. Na los, worauf wartest du? Und dieser schöne Pool, am liebsten würde ich noch mal reinspringen. Zum Schwimmen haben wir auf dem Schiff noch genug Zeit. Ja, aber gibt es etwas Schöneres, als über den Dächern dieser Stadt zu baden? Hör mal, erzähl mir doch jetzt mal, was zwischen Johannes und dir vorgefallen ist. Ich hatte Streit mit Johannes. Mehr gibt's dazu eigentlich nicht zu sagen. Ja, und dann wollte ich nicht mehr mit ihm auf diese Kreuzfahrt. Ich bin froh, dass du mitgekommen bist. Na hör mal, was Tolleres konnte mir doch gar nicht passieren. Also dann, auf unsere Reise. Ach, geht's uns gut. Im Flugzeug hast du mir versprochen, keine trüben Gedanken mehr. Ja, aber so einfach ist es nicht. Weißt du, wir beide hatten einfach eine Pechsträhne. Aber wir müssen wirklich versuchen, das Leben wieder zu genießen. Hm? Ich werde mir Mühe geben, okay? Mhm. Ach du. Na, Schätzchen Bammel? Wovor? Davor, sie krank zu werden? Ist auch halb so wild. Beim ersten Mal hast du nur Angst davor, beim zweiten Mal wünschst du es dir. Merci, monsieur. Merci beaucoup, madame. Au revoir. Au revoir, madame. Merci. Au revoir. Au revoir. Siehst du den? Das ist sicher der Chefsteward. Recharmant. Und den jetzt die nächste Zeit ganz für mich allein. Ach so. Und die anderen gut aussehenden Männer willst du dir alle entgehen lassen? Du hast recht. Frau von Lahnstein, Frau von Schneider. Oh. Es ist mir eine große Ehre, Sie im Namen von Kapitän Albers und seiner Crew an Bord der Albatros begrüßen zu dürfen. Sollten Sie irgendwelche Wünsche oder Fragen haben, stehen wir natürlich gerne jederzeit zur Verfügung. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. Den werden wir haben. Danke. Schätzchen, die Reise kann beginnen. Dankeschön. Vielen Dank. Oh, die Kapitänssuite, wie herrlich. Was gibt's denn da noch? Wow, das musst du dir anschauen. Was ist denn los? Das Bett King Size und hoch über den Wogen des Meeres. Vielleicht lege ich mich gleich erstmal hin. Nichts da, wir müssen los. Wohin denn? Na, das Schiff erkunden. Ach, das muss doch nicht jetzt sein. Doch, das ist eine gute Idee, um dich auf andere Gedanken zu bringen. Hm. Ich weiß nicht. Also entweder genießen wir die nächsten Tage oder wir müssen reden. Schätzchen, ich weiß wirklich nicht mehr, wie ich dir noch helfen soll. Vielleicht will ich das ja gar nicht. Deine Affäre ist jetzt schon so lange her und du hast immer noch ein schlechtes Gewissen. Du hast recht, ich kann mich schlecht verstellen. Deshalb ist Johannes auch misstrauisch geworden. Er hat es rausgefunden? Nein. Aber er hat eine Detektivin auf mich angesetzt. Oh, deshalb euer Streit. Ich würde das so gern alles hinter mir lassen. Und wer war denn jetzt dieser Mann, mit dem du eine Affäre hattest? Wollten wir uns nicht das Schiff angucken? Und wolltest du dich mir nicht endlich anvertrauen? Nein. Und jetzt komm. Oh.
Sternkönigsbrunn. Alles ganz weit weg. Hm, wünsche ich dir. Endlich Abstand von allem. Andere Umgebung, andere Gedanken. Du wirst dich wundern, wie leicht dir das fällt. Hm? Das hoffe ich. Die nächsten Tage werden wir genießen. Mhm. Ach, hier bist du. Ich habe dich schon überall gesucht. Das glaube ich nicht. Also auf Maschinenräume und Rettungsboote habe ich verzichtet, aber sonst? Du sagst doch immer, dass Bewegung gut tut. Ja, und genau aus diesem Grund habe ich uns heute Nachmittag zum Golfen angemeldet. Und das ist der einzige Grund? Ertappt? Nein, der Golflehrer ist auch nicht ganz ohne. Das werde ich auf jeden Fall überprüfen. Na dann komm. Ich denke, die Golfstunde ist erst heute Nachmittag. Ja, aber ich habe noch eine Überraschung. Ich habe uns nämlich hier oben ein schönes Plätzchen reservieren lassen. Und zwei Liegestühle. Oh, gut. Das ist ja ein Ding. Kennst du den Mann? Nein, noch nicht. Was fällt dem ein, unsere Stühle in Beschlag zu nehmen? Verzeihung, mein Name ist Schneider. Ich hatte diese Stühle reserviert.